So, liebe Freunde, der Gumbo schläft zwar noch, aber der Tizi ist schon wieder da für euch. Hallo, hallo, hallo. Wir machen einfach mal weiter. Vielleicht wacht er ja gleich mal auf. Wir haben eine Kobel dabei. Und ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht mit. Die Fenster ließen sich beim letzten Mal nicht öffnen. Hier hinter ist ein Mini-Rätsel. Ich gehe erstmal zum Brunnen. Und stecke mir die Laterne ein. Hä? Okay. Nö, nicht schon wieder runter in den Brunnen, na. Oder? Alter, der springt einfach rein. Entschuldigung, liebe Leute. Ja, du bist ein Held. Hättest du mal die Laterne mitgenommen. Komm, wir versuchen es nochmal. Geschafft. Boah, war das anstrengend. So, Kurbel und Laterne ist wahrscheinlich nicht zu kombinieren. Warte mal. Aber Kurbel und Windmühle ist zu kombinieren. Aber nicht, dass das Ding jetzt gleich abhebt. Das ist ja genial. Okay. Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich alle Farben. Warte mal, vielleicht zur Sonne. Also so. Nee. Guck mal, hier ist auch blau. Rot und gelb und braun. Sonne ist oben rechts. Und jetzt sag nicht, das ist unser Planetengestirn oder sowas, dann drehe ich aber durch, weil da muss ich erst ein Lexikon holen. Das ist natürlich wieder Quark, was ich hier mache. Weil da könnte auch ein Millimeter mehr oder weniger bei sein und dann geht's oder geht's nicht. Warum steckt er die nicht ein und geht dann nach unten? Wahrscheinlich ist das die Lösung wieder. Könnte ja nur wirklich wie alles heißen, ne? Mal rot nach oben. Weil es hier auch oben ist. Grün in der Mitte, weil es in der Mitte ist. Was war das? War das nicht ein extra Geräusch? So, ein blau nach unten. Was natürlich totaler Quatsch ist. Weil dann müsste die nächste Kombi auch hier irgendwie gelb, gelb, gelb sein. Und bisher hat er nichts angezeigt. So, und dann werdet hier braun, rot, gelb. Schon wieder das Geräusch. Dann werdet ihr gelb, gelb, gelb? Nee. Sondern gelb, braun, grün. Das ist es. Aber ich bin noch nicht fertig. Und jetzt? Also ich habe jetzt den Code,
und den Code gemacht. Und jetzt? Ist nicht wahr. Regenschirm. Alter, ist das hier Weihnachten oder was? Eine Lupe. Eine giftige Schlange? Ja, aber das nützt mir doch jetzt auch nichts. Oder kann ich die kombinieren? Nö. Okay, lass mal dahin gehen. Benutze Dingens mit Dingens hier. Ihr kennt das alles, ne? Haben wir alle früher mal gemacht. Eine Linse und ein Psst. Genau. Und dann wurde daraus ein Schweißgerät. Ich wollte gerade sagen. Also wenn er die jetzt hätte stehen lassen. Roter Hebel unten im, naja, im Brunnen. Wer baut sowas? Ja, geht doch. Lalalala, lalalala. Na gut, dass er so lange Arme hat. Oh. Ja, es ist schwer. Alter, wo bist du denn da? Boah, ein Wachturm, Honig, ein Teich, also Honig warm, Baum. Nö, hier ist nichts. Da hinten ist die Mühle, da war ich gerade eben. Schon nicht schlecht gemacht, ne? Das ist echt gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Leiter nach oben. Hast aber Glück, ey. Ich sag nix. Ja, und jetzt? Gut, dass er so ein Mehlsack ist oder sowas. Ja, komm, geh mal hin da. Take it. Ach, nur zum Rüberkommen? Ich dachte zum Naschen. Oh Mann, Alter. Und wieso haben wir auf einmal wieder diesen roten... Hallo? Wo kommt der denn her? Oh, guck mal, ein Specht. Ist ja wie zu Hause hier. Also wir wohnen ja auch direkt am Wald. Eine Moorrübe. Und ein Schild von der Moorrübe. Ich wollte gerade sagen. So, mit der Moorrübe füttern wir wahrscheinlich jetzt wieder hier irgend so ein Viehzeug. Please have a look. Machine. Ratter, ratter, ratter. Wo müssen wir den einsetzen? Warum? Den müssen wir da irgendwo einsetzen hier. Ach nee, wir brauchen Strom von den Jungs hier. Aber das reicht noch nicht. Ah. Was soll die Jump? Ist das Vergrößerungsglas? Das ist eine Linse. Ja, nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich haben unsere Politiker sowas auch.
Deswegen rennen die auch immer wie im Hamsterrad den ganzen Tag und beschließen nur Mist. So, weiter. Maschine läuft, Strom ist da, Wind wird erzeugt. Nicht? Rubin? Hallo? Guck mal, da leuchtet er. So ganz versteht ihr aber nicht. Vor allem, wie steht er so von alleine? Okay. Maschine an. Oh. Das ist ein Portal. Stargate. Der hat Stargate erfunden. Gummo hat Stargate erfunden. Jetzt wissen wir es. So. Fahren wir mal zu P39473X oder so. Ne? Ich wusste es. Ach du Kacke. Was? Dreibeinigen Herrscher. Mit Franzosenhelm. Entschuldigung, aber die sahen dann wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Huch. Kennt jemand noch die Serie? Die Dreibeinigen Herrscher. Kann man bei YouTube auch übrigens sehen. Hab ich früher super gerne geguckt, als sie rauskam. In den 80ern. Da gab es für uns im Osten leider nichts anderes und habe ich halt das geguckt. Okay, wir müssen anscheinend hier mal ein bisschen was tun und zum Beispiel auf eine Parkbank setzen. Yippie, Party! Im Hintergrund geht die Welt zugrunde, aber wir machen eine Party. Da, wir tanzen hier mal den Katjuscha-Tanz. Ja, da, spasibo. Alter, genug, komm. So. Lalalala. Oh, ja, schmeiß mal weg. Oh. Welchen Draht soll ich durchschneiden? Den blauen. Nein, den roten. Ich nehme den grünen. Boom. So, wie machen wir das denn jetzt? Und vor allen Dingen. Achso, markieren und. Alter, gibt es doch bestimmt eine Anleitung oder irgendwas, was ich schon wieder nicht sehe, ne? Guck mal, grün gegen. Blau gegen. Das funktioniert niemals. Was? Zum ersten Mal? Alter, Pershing-Raketen, SS-20. Alle Entdeckungen, ab in den Bunker. Gummo, Alter. Wer macht denn sowas? Wollen wir das ja beide Seiten erledigt? Ja, ich würde sagen, schnell weg hier. Knopf geht nicht mehr. Kann nur noch nach links. Wo auch immer das herkommt. Wuff da. Ich weiß, ich sollte nicht hier singen, aber ich mache es doch, weil ich denke, dass ich's kann und es macht mir so Spaß. Okay, genug. Alter, komm. Steig ab. So, wir haben nichts im Inventar. Ach, jetzt kann ich weiterlaufen. Ah. Hallo. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Bang, da waren wir schon. Komm, wir gehen wieder zurück. Es muss also einen Sinn haben, durchs Portal zu gehen. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Aha. Tja, liebe Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Merkwürdige Reise. Bis dahin. Tschüss.